Ab Herbst 2021 stehen Baumaßnahmen am Eixendorfer See an. Die Arbeiten verfolgen gleich zwei Ziele: die Vermeidung zukünftiger Absenkungen und Verbesserung der Blaualgenproblematik. Aktuell können nötige Kontroll- und Wartungsarbeiten wasserseitig des Verschlussschachts nur durchgeführt werden, wenn der See abgesenkt wird. Denn der Revisionsschütz, also die Absperrung des Wasserdurchlaufs, liegt ca. 5 Meter unter der Standardwasserhöhe. Deshalb wird das Entnahmebauwerk umgebaut und der nötige Versorgungsweg entlang des Staudamms auf die erforderliche Höhe gebracht. Somit können zukünftig anstehende Arbeiten ohne Absenkung des Sees durchgeführt werden. Das neue Entnahmebauwerk ist so konstruiert, dass Wasser nicht mehr nur vom Grund des Sees, sondern auch nahe der Oberfläche entnommen werden kann. Damit kann im Sommer eine Schichtenbildung zwischen kaltem und warmem Wasser erzeugt werden. Die bisherige Durchmischung wird so unterbunden. Die Nährstoffe vom Grund des Sees kommen so nicht so leicht nach oben, wo zusammen mit Licht und Wärme vermehrt Blaualgen entstehen. Während der Sommermonate beeinträchtigen diese seit langem die Freizeitnutzung am See. Sie vermehren sich dann massenhaft, wenn zum warmen und lichtdurchfluteten Wasser an der Oberfläche übermäßig viel Nährstoffe hinzukommen. Diese Maßnahme kann helfen, die Blaualgenproblematik zu verbessern. Jedoch nur, wenn der Nährstoffeintrag aus dem über 410 Quadratkilometer großen Einzugsgebiet verringert wird. Vor der Absenkung ist viel zu tun. Das Wasserwirtschaftsamt führt Gespräche mit Verantwortlichen der Naturschutzbehörden, der Koordinationsstelle für Muschelschutz, der Fachberatung für Fischerei, den Fischereiberechtigten und den Kommunen vor Ort. So können Maßnahmen ergriffen werden, damit die geschützte Muschelpopulation und der Fischbestand im See möglichst wenig beeinträchtigt wird und der abgesenkte See auch dieses Mal wieder ein beliebtes Ausflugsziel wird. Dadurch kann die Absenkung so umweltschonend wie möglich durchgeführt werden und der See nach dem Wiederanstau wieder all seinen gewohnten Funktionen nachkommen. Hierzu dient auch der zwischenzeitlich überarbeitete Landschaftspflegeplan, der die Nutzung der Flächen direkt am See optimieren wird. Der Aufwand und die Kosten der Projekte werden in der Zukunft der Wasserqualität, der Flora und Fauna und nicht zuletzt auch dem Tourismus zugutekommen.